Was ist hier los? Ist das ein echter Pump? Ist das die Rückkehr des echten Bullruns? Ist es ein Vorbote für viel, viel mehr? Oder ist es vielleicht doch eine Falle und wir sind hier gerade in einer ganz schwierigen Situation? Ich sag euch für meinen Teil, das sage ich jetzt schon mal direkt vorab, ich fühle mich wirklich, wirklich komisch. Ich fühle mich ganz komisch, weil ich diesen Markt schwer einordnen kann. Ihr wisst aber, wenn ich Skepsis äußere, ist das meist ein gutes Zeichen. Deswegen klopfen wir mal auf den Tisch hier, auf Holz. Auf den Kopf mache ich es nicht, weil da ist ein bisschen was drin. Und ja, Altcoin Season Index ist bei 27. Wir gucken auf DeFi nur kurz drauf. Die Stock Markets waren langweilig, können wir direkt überspringen. Vielen Güteindex, der ist weiter auf neutral. Wird sicherlich morgen nochmal ein bisschen bullischer aussehen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem ersten Aber. Wir sehen diese fetten grünen Candles. Und passender konnte es für den Stream nicht sein. Ich habe das vorhin schon vorbereitet für euch. Und noch passender konnte es einfach nicht sein. Gucken wir auf Google, gehen die Suchanfragen runter. Und zwar auf einen Wert, der wirklich niedrig ist, vergleichsweise mit dem, was wir in der letzten Woche oder beziehungsweise Mitte Juli erlebt haben. Da ist es noch ein bisschen niedriger gewesen, aber ansonsten müssen wir echt weit zurückzoomen, um wieder einen Wert von um die 30 zu finden. Und das war im November, Dezember. Niedriges Interesse. Ob das noch weiter runtergeht oder eben jetzt die Reise hier eher nach oben geht. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Ich habe hier, oh nee, das ist schlecht. Warte mal kurz. Ich mache jetzt hier nochmal Desktop. Ich habe gerade gesehen, dass ich bei halb den Desktop nicht drin habe. So, jetzt seht ihr ihn. So, besser. Sieht besser aus. Also, ob das bedeutet, dass das noch weiter runter geht, das wollen wir jetzt noch ein bisschen herausfinden. Oder ob es hier vielleicht der Bottom ist und wirklich jetzt die Kehrtwende. Der Kurs, der lässt das zumindest erahnen, dass die Suchanfragen sicherlich in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, übers Wochenende hochgehen werden. Gucken wir dann aber mal aufs Trading Volume und da mache ich mich erstmal wieder ein bisschen kleiner, damit ihr es besser sehen könnt. Dann sehen wir aber auch deutliche Zahlen, nämlich Zahlen, die deutlich sind unter den Vergangenheitswerten. Hier die Exchange Trade Volumes. Es gibt verschiedenste Grafiken. Da ist die eine Börse mit drin, da ist die andere Börse mit drin. Die Tendenz ist aber trotzdem klar. Wir haben jetzt durch die starken Abverkäufe hier vor allem im Mai natürlich hohes Handelsvolumen gesehen, aber tendenziell geht das Handelsvolumen runter und genau so auch ganz viele On-Chain-Metriken. Was euch jetzt hier erstmal erschlägt auf den ersten Blick, werde ich jetzt ein bisschen für euch einordnen. Wir wollen nämlich mal ein bisschen hier runterrollen. Und da sehen wir zum Beispiel nicht nur neben Transaction Fees, sorry, das ist hier oben, sehen wir auch hier, Number of Active Addresses. Eine wichtige Metrik, ganz klar, die man aber auch ein bisschen vorsichtig einordnen muss. Ja, wer sind wirklich aktive Adressen? New Addresses, was bedeutet das eigentlich? Tendenziell ist es so, wenn man in die Vergangenheit guckt, dass neue Adressen schon, also der Zuwachs von neuen Adressen, tendenziell schon ein positives Marktmomentum auch angekündigt haben. Ist das hier schon der Bottom gewesen und erleben wir hier gerade die Trendwende nach oben? Oder geht diese Reise noch weiter nach unten? Denn wenn man sich mal insgesamt die Number of Transactions anschaut und das, was auf der Blockchain eigentlich los ist, klar, jetzt, wenn es hier so pumpt, wir sind bei 43.000, Leute, das ist ja geisteskrank. Also, bisschen Volumen ist da, da ist auf jeden Fall mal Volumen drin. Das ist ja ein unfassbarer Livestream. Halleluja, Himmel hilf. Also, da muss man sich echt festhalten hier. Ich hoffe, ihr habt euch angeschnallt. Hier geht es auf jeden Fall jetzt wild weiter. Also, nichtsdestotrotz, die Daten zeigen eine andere Sprache. Die zeigen eine Sprache, wo man sich fragt, wo kommt dieser Nachfrageüberhang oder beziehungsweise dieser Kurszuwachs, der daraus resultiert, wo kommt der eigentlich her? Und hier habe ich auch eine spannende Tweet-Reihe gefunden für euch. Ich kann mal hier vielleicht ein bisschen besser ranzoomen, dann kann man auch die Grafik besser erkennen. Die zeigt die Entities Net Growth. Das bedeutet eigentlich, wie viele neue Entitäten dazugekommen sind, aber hier geht es vor allem auch um die Balances. Also was wird auf diesen Wallets gehalten? Und eben nicht nur zu gucken, was sind neue Adressen, sondern einfach auch drauf zu schauen, wie ist der Wert zum letzten Timestamp gestiegen? Und hier gab es einen explosiven Anstieg, der darauf hindeuten könnte, dass wir hier wieder eine höhere Nachfrage sehen. Kann aber auch bedeuten, dass, wenn man nämlich diese Grafik in 10 Tagen sieht oder beziehungsweise dann, wenn die Daten hier nochmal neu berechnet wurden und sich das Ganze mehr in den Average wieder bewegt, vielleicht doch viel, viel niedriger sind und wir hier vielleicht Daten sehen, die gar nicht so krass sind. Das sind die großen Fragezeichen. Hier ein ganz, ganz spannender Thread auf jeden Fall, wo genau darüber diskutiert wurde. Hier zeigt nämlich ein User, I don't understand how this statement coincided with the following data.
Er zeigt nämlich hier die Number of Addresses, die typischen Metriken, die man da eben heranzieht, aber genauso auch das Google-Suchvolumen. Und ich bin mit dem User grundsätzlich d'accord. Aber wie hier eben hier die Fernanda dann auch eben erklärt, ist es bei diesen Metriken eben auch viel, viel relevanter, was für ein Guthaben auf diesen Wallets ist und wie sich das verhalten hat. Und dann wird es schon nochmal eine ganze Richtung spannender. Das bedeutet nämlich, dass, und da sprechen auch noch ein paar andere Metriken für, ich will jetzt hier euch nicht alles hier mit Metriken kaputt zischen, hier wird es in Zukunft definitiv auch mehr On-Chain-Daten geben, um euch hier das Ganze fundamental frühzeitig vielleicht auch einzuordnen. Aber es könnte auf jeden Fall auch bedeuten, das Gesamtbild, dass eben die, die im Markt sind, und das bestätigt auch hier der weitere Thread-Verlauf, und da mache ich mich jetzt direkt mal wieder kleiner, also wilde Kamerafahrten heute, das bedeutet zum Beispiel auch diese Grafik hier, wo man eben sieht, während die New Entities sinken, steigt der Net Growth, sorry, und das war, glaube ich, hier noch, ah, Mann, also Leute, das ist jetzt wirklich ein Drama, weil es lädt hier so langsam, ihr seht das ja auch relativ verspätet, ist egal, das braucht ihr jetzt nicht zu sehen. Die ganzen Daten, die ich mir halt angeschaut habe, deuten auf eins hin, dass die User, die im Space sind, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, guckt euch selber mal um, guckt selber hier in den Chat, die User, die da sind, die halten und die kaufen sogar mehr. Und es haben auch Daten gezeigt, dass gerade aus den kleineren Wallets viel akkumuliert wird. Das bedeutet wiederum, dass von den größeren Wallets die Relevanz natürlich jetzt immer noch sehr, sehr groß ist. Whales sind immer noch ein ganz großer Faktor in diesem Spiel, aber die wird über die Zeit immer kleiner. Und die, die in diesen Space kommen, die Krypto verstehen, die Bitcoin verstehen, den Mehrwert verstehen, die bleiben. Die bleiben. Die Anzahl an Hodlern ist so hoch wie nie und die auch durchhalten ist so hoch wie nie. Keiner von denjenigen, die jetzt aber noch nicht bei 29.000 kapituliert haben, werden auch bei 20.000 womöglich noch halten. Und das zeigt gerade auch die Stärke, sage ich mal, jetzt in diesem Moment. Und dann ist das eben auch gleichzeitig die Antwort darauf, warum der Kurs so stark steigen kann. Denn die Leute, die im Markt sind, halten. Und da reicht eben dann schon niedriges Volumen oder sagen wir mal niedrigeres Volumen vergleichsweise, um den Bitcoin-Kurs dann eben hier auf neue Höhen schnellen zu lassen. Denn wenn wir hier mal rauszoomen würden, beziehungsweise können wir ja mal machen, dann sehen wir eigentlich, wie irrelevant, ich mache mich jetzt wieder hier ein bisschen kleiner, ach, das nervt, dass ich da immer für euch auf dem Bild rumfliege, wie irrelevant die Volumina teilweise sind. Klar, es war schon weniger, es war wesentlich weniger, aber in der heißen Bullenphase, da war natürlich definitiv viel, viel mehr Handelsvolumen im Markt und das zeigen eigentlich diese ganzen Metriken und deswegen ist es auch so wichtig, dieser Begriff HODL hat tatsächlich auch seine Daseinsberechtigung. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter im Content. Also wir haben jetzt viele On-Chain-Daten gesehen. Ich habe euch hier tausende Charts gezeigt, was das vielleicht zum Teil alles bedeutet. Ich habe viel angerissen. Wir nutzen gleich auf jeden Fall ein bisschen die Fragesession noch dafür, das Ganze ein bisschen besser noch einzuordnen. Ich will aber jetzt erstmal rüberschwenken. Rüberschwenken zu Ethereum und auch dort ist ja was passiert. EP1559 war, glaube ich, in dieser Woche die Big News, weil es eben Krypto wieder in den Fokus gerückt hat. Die Leute da draußen haben darüber berichtet, das lang erwartete Update, ein ganz wichtiges Update, auch für Ethereum. Nicht nur, weil es auch so hochgelobt wurde, sondern weil es auch einfach direkt gegriffen und funktioniert hat. Es funktioniert. Wir sehen, wenn wir jetzt auf die On-Chain-Daten schauen, wie viel ETH schon geburnt wurden. 5.400 ETH. Das wird hier ständig mehr. Wir sehen aber aktuell immer noch, und das vergessen die meisten an dieser Stelle, ich warte jetzt nochmal auf die Aktualisierung ab. Ich warte die nochmal ab. Wir sind aber immer noch in einem Bereich hier von 4,9. Hier mache ich mich wieder kleiner, von 4,9, das bedeutet, es werden immer noch mehr ETH erzeugt als verbrannt. Ja, wichtige Erkenntnis, denn wir sind nicht in einem deflationären System. EIP 1559 kann deflationär sein, wenn das Netzwerk extrem ausgelastet ist und die Leute viel, viel Gas eben ausgeben für die Transaktionen auf der Chain. Wir sehen aber, und dann könnte ich hier mal wieder euch schön die Glassnode-Dinger um die Ohren zischen, will ich euch aber an der Stelle ersparen. Wir können hier genau die On-Chain-Vitals von Ethereum genau gleich uns nochmal anschauen. Wir werden genau das gleiche Ergebnis sehen. Ein bisschen mehr Traffic ist auf der Ethereum-Chain dank NFTs. Mann, also dass das hier nicht so schnell lädt, dann ist wirklich immer so ein bisschen nervig. Da werde ich auch richtig ungeduldig. Aber auf der Chain ist eben zwar ein bisschen mehr los, aber auch nicht so viel, viel los. Und das sieht man eben auch dann hier an den Verbrennungen, an dem Burning von den ETH. Es ist aber ein spannender Mechanismus, denn es gab schon deflationäre Blöcke. Und wenn die Blöcke dann voll sind, dann kann es wild werden. Und dann
wird das zumindest kurzfristig mal nochmal ein ganz anderes Spiel. Also es ist sehr, sehr spannend zu beobachten, wie jetzt EIP 1559 sich vor allem auch langfristig auf Ethereum auswirken wird. Auch hier lade ich euch gleich ein, in der Fragesession nochmal ein bisschen mehr darauf einzugehen. Nächste Woche werde ich mich, wie gesagt, einzelnen Themen nochmal gezielt widmen. Vielleicht löst sich diese ganze Falle aber auch auf. Und warum zeige ich euch überhaupt, oder warum sage ich überhaupt, dass es vielleicht eine Falle sein könnte? Vielleicht sind wir auch am Bottom. Vielleicht sogar sehr wahrscheinlich. Ich meine, wenn man sich das Ganze anguckt, sieht es doch und fühlt sich nach einem Bottom an, oder nicht? Wir sehen gerade fast 43.000 US-Dollar only up. Zum Wochenende hin mit niedrigen Volumina war in letzter Zeit immer sehr volatile Bewegung. Deswegen warten wir das Wochenende ab. Aber viel wichtiger, was am Wochenende passiert, ist dieses Thema, was niemand, wirklich niemand auf dem Schirm hat. Nämlich die Infrastructure Bill. Das große Thema in den USA. Wie wird die Besteuerung von Krypto in Zukunft sein? Und vor allem, wie wird die Transparenz von dem ganzen Thema sein? Es wurde ja schon über viele Wege versucht, ein bisschen mehr Transparenz noch in den Finanzbereich zu schaffen. Das große Problem sind aber dann hier eben Kryptowährungen. Ja? Und hier wollen natürlich die Regierung dieser Welt, man hat es in China gesehen, man wird es mit Central Bank Digital Currency, CBDC sehen. Sie versuchen hier natürlich die Kontrolle zu bekommen, zu behalten und in diesem Fall eben auch zu gewinnen. In Form von Regulierung, in Form von Gesetzen, die zum Status quo vieles bedeuten. Auf jeden Fall aber Chaos. Das Thema sollte nämlich eigentlich schon abgeschlossen sein. Und es gab Entwürfe, und das ist jetzt hier der erste Entwurf oder beziehungsweise die erste oder eine der ersten Schlagzeilen. Es ging darum, dass wirklich jede Transaktion abbildbar sein muss für die Steuer. Das heißt, ob ich Miner bin, ob ich Wallet-Entwickler bin oder eine Wallet zur Verfügung stelle, was auch immer ich mit Krypto mache, es muss nachvollziehbar sein, um hier Besteuerung wirklich knallhart durchziehen zu können, was aber auch bedeutet, dass hier eine völlige Transparenz vorliegt. Das heißt, nur noch KYC gefühlt und alles ist eben komplett nachvollziehbar. Keine Idee, die wir alle gutheißen, die aber eben bedeutet, dass es fette Steuereinnahmen zum ersten sind und mehr Kontrolle eben über das, was über die Blockchains rüberfliegt. Also wild, wild. Aber dann ging die Debatte erst richtig los, denn in dieser Infrastructure Bill steht eben ein wichtiger Punkt. Es wurde von Krypto-Brokern gesprochen und die wurden definiert eben als alle, die irgendwas mit Krypto-Transaktionen machen. So. Außer jetzt, sage ich mal, der normale User, der hat eh dann seine Steuerpflicht, aber persönlich. Dann gab es natürlich einen riesen Shitstorm. Da wurden dann Senatoren angerufen und da haben sich Senatoren auch gesagt, hey, wir tun uns zusammen und wir machen mal ein Proposal. Und da gab es ein Proposal von drei Senatoren, Wyden, Loomis und Toomey. Die haben ein Proposal wiederum gemacht, einen Verbesserungsvorschlag, der eben Software-Developer exkludiert und eben Leute, die hier nicht geschäftlich wie in eine Börse rangehen an diesen Space, auch Miner, beziehungsweise vor allem aber Node-Betreiber, ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt einen Node laufen und müsst dann alles offenlegen, ich weiß gar nicht, wie es alles gehen soll und genau das sind auch die Bauchschmerzen hier der ganzen Leute, wie soll man diese ganzen Daten überhaupt offenlegen, wie soll man die überhaupt auch auswerten können, also bis zum Jahr 2023, wo das Ganze hier in Kraft treten soll, ist es noch ein weiter Weg, sicher noch viele Debatten, aber es soll jetzt zeitnah entschieden werden und zwar am Samstag jetzt, das ist der neue Termin und jetzt kam sogar von ganz oben noch eine Meldung und deswegen habe ich auch das YouTube-Video gemacht, guckt es euch bitte an, das Video von gestern, ja, größte Gefahr für Bitcoin, Regulierung, ja oder nein, Chancen, ja, Gefahren aber auch, nämlich dann, wenn überreguliert wird. Und das ist das, was Janet Yellen will, die Finanzministerin. Die hat nämlich klar gesagt, nein, kein Exkludieren von Minern oder von Software-Developern oder sonstigem. Es soll so bleiben wie der ursprüngliche Entwurf. Und es gibt eine riesige, riesige Diskussion. Und bevor ich euch komplett damit quäle, ich schicke euch jetzt hier mal einen Tweet rein für einen ganz tollen Thread, der von Jake Czerwinski ist, der das Ganze immer ganz gut einordnet, die Situation vor Ort, und hat hier wirklich ja relativ viele Punkte zusammengebracht, wie der ganze Verlauf eigentlich war, womit es angefangen hat, das Proposal, und dann eben die Verbesserungen, die jetzt aber wieder in letzter Sekunde am Donnerstag noch zurückgenommen wurden, sodass die finale Entscheidung jetzt am Samstag aussteht. Und wie gesagt, Janet Yellen, die Finanzministerin, also von ganz oben, die richtet sich hier eher für den Vorschlag aus, der ursprünglich war, und nämlich gegen den von Wyden, Loomis und Toomey. Also, das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Long story short, wenn wir runterscrollen, sehen wir eben, es wird am Samstag gewotet, was auch noch nicht bedeutet, dass das Thema dann final durch ist. Aber das Proposal, was am Samstag votiert wird und die Wahrscheinlichkeit, dass es durchgeht, ist relativ hoch oder ist hoch, was erstmal bedeutet, Krypto kriegt erstmal auf den ersten Moment einen fetten Schlag. Der Markt hat das noch gar nicht eingepreist, beziehungsweise ist sich unsicher, wie er mit dieser News vielleicht umgehen soll. Am Samstag werden aber auch noch nicht finale Fakten geschaffen, denn dieses Gesetz wird dann erstmal durch die Häuser gehen, muss ja dann auch durchgewunken werden und bis 2023 tritt es dann eben auch erst in Kraft.
Hier auf diesem Weg können immer noch Änderungen vorgenommen werden. Hier wird eben auch versucht, gerade aus der Krypto-Seite ein bisschen Dampf zu machen in die richtige Richtung. Hier ist nicht Hopfen und Malz verloren. Aber was bedeutet eigentlich diese ganze Infrastructure-Bill? Ein Desaster tatsächlich für den Krypto-Space in den USA. Das muss man ganz klar sagen, denn ich als Software-Developer oder sonstige, der irgendwie dem Netzwerk einen Beitrag leisten will, ich würde definitiv sofort verschwinden. Alles, was so große Kosten und auch Unnötigkeit mit aufwirft, klar, auf der einen Seite muss es Transparenz geben und da sehe ich die Börsen ganz weit vorne. Die müssen natürlich transparent zeigen können, wer ist hier angemeldet, KYC und eben entsprechend auch die Steuervorgänge der Händler, also der Nutzer dort preisgeben und weitergeben. Das ist natürlich wichtig. Und auch ein wichtiger Boden, um hier wirklich einen sicheren, seriöseren Boden noch zu schaffen auf Gesetzesebene. Und unsere Gesellschaft funktioniert nur auf Gesetzen, da muss es auch so sein. Aber es würde eben vielleicht bedeuten, dass diese ganzen Anbieter in andere Länder abwandern. Das ist für die USA wieder schlecht, dann gibt es nämlich überhaupt gar keine Steuereinnahmen. Also hier ist die Gefahr der Überregulierung. Aber wenn die USA mit so einem Ding vorangehen, wer wird da wohl als nächstes vielleicht folgen? Die EU. Manche haben Sorge, dass genau das dann passieren wird. Das ist just me speculating, aber das ist ein Damoklesschwert, was ich überhaupt nicht einschätzen kann in diesem Moment. Ich kann überhaupt auch nicht einschätzen, wie sehr das schon eingepreist wurde oder nicht. Der Markt zeigt dementsprechend gar nichts. Wir sehen aber auch an den Aktivitäten und den Handelsvolumina, dass es im Moment auch nicht viel braucht, um den Markt so zu halten, wie er ist, wenn eben alle sich dafür entscheiden, wir halten. Und rausgeschakt wurden eben schon die meisten, die ultimative Kapitulation hat es schon gegeben, aber was, wenn eben doch so ein Schwert nochmal auf uns niederrasselt und dann doch nochmal den Baum richtig ins Wanken bringt? Das ist kein Horrorszenario, aber es ist eine Möglichkeit, die vielleicht passiert. Ob das Voting am Samstag hier der ausschlaggebende Punkt ist, sehe ich bei dem Pump gerade irgendwie nicht, fühlt sich nicht so an. Aber wir wissen nie, was hinter den Kulissen komplett passiert und das weiß ich auch nicht.